Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von, ja, was soll man sagen, fröhliches Erzählbasteln, nenne ich es jetzt einfach mal. Also zwischendurch zu den HTX Weekly Folgen gibt es ja immer was von meiner Elektronik. Was seht ihr hier? Ihr seht meinen wunderschönen Motorteststand, oder eigentlich ist es ja kein Motorteststand. Ich baue ja keine Motoren selbst, sondern Steller oder, wie man landläufig sagt, die Regler dazu. Und heute geht es um den Bürstenmotorsteller mit maximal 50 Ampere und maximaler Spannungsfestigkeit von 36 Volt. Also das ist ein Bürstenmotorsteller. Und um das mal ein bisschen besser zu testen, habe ich jetzt endlich mal nach ganz langer Zeit, vielen Jahren, so einen kleinen Teststand aufgebaut. Bislang war das immer so ein bisschen hemdsärmlich mit Schraubzwinge und was weiß ich. Das hat eigentlich nie so richtig schön funktioniert. Aber irgendwie war nie die Zeit dazu, das mal vernünftig aufzubauen. So, und jetzt habe ich das ja mal zusammengeschraubt. Ganz großen Dank an meinen lieben Modellbaukollegen und Freund Stefan, der diese Montageplatten hier für mich gemacht hat und auf die man dann zwei Motoren schrauben kann. Warum zwei Motoren? Das eine ist der Motor, der angetrieben wird. Das ist in dem Fall dieser etwas größere DC-Motor, also Bürstenmotor. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine Last. Und da habe ich in dem Fall jetzt einfach mal einen Brushless-Motor genommen. Das hat jetzt keinen besonderen Grund. Man hätte dort auch einen DC-Motor nehmen können. Ja, keinen besonderen Grund, war gerade zur Hand, sagen wir mal so. Und damit die Last nicht zu groß wird, haben wir jetzt hier auch noch ein paar Hochlastwiderstände an die drei Phasen angeschlossen zu einem Stern, hier schön mit einem dicken Kupferdraht verbunden. Genau. Was ist zu sehen? Jetzt nochmal im Überblick. Also natürlich den wunderschönen Teststand hier mit dem angetriebenen Motor auf der linken Seite, dem Lastmotor auf der rechten Seite, dann hier der Steller. Das ist jetzt die 50 Ampere Version von der kleineren Variante. Ich hatte ein allerletztes Video von der kleineren Variante gemacht und habe gesagt, damit ist jetzt Schluss mit dieser Serie. Man soll niemals nie sagen, naja, es ist ja jetzt auch die größere Variante. Die hat tatsächlich noch ein kleines Problem auf der Platine gehabt. Das heißt, ich werde da noch eine neue Version von dieser Platine oder von den Platinen machen müssen. Der Steller besteht aus zwei Platinen. Die obere, da ist der Microcontroller drauf, die ganze Messelektronik und so weiter. Und die untere ist dann die Leistungselektronik. Vielleicht sollte ich das noch mal ganz kurz ein bisschen fokussieren. Genau, so. Und die sind jetzt hier zu Testzwecken mit entsprechenden Verbindern aufeinander gesteckt. Der eigentliche Plan ist, dass man sie direkt aufeinander montiert mit Isolationsband dazwischen, wärmeleitfähigem Isolationsband, damit man auch die Temperatur der MOSFETs messen kann, was natürlich jetzt bei diesem großen Abstand so nicht funktioniert, ist aber auch nicht wirklich wichtig, weil die MOSFETs bleiben tatsächlich einfach eiskalt. Das ist gut so. Wie geht's weiter? Ich muss sehen, dass wir hier dann nachher keinen Kurzschluss bauen, deswegen lege ich das jetzt mal so ein bisschen hier auf die Seite. Dann haben wir hier einen ELRS-Empfänger, das heißt der Motorsteller, der auch als Regler arbeiten kann in diesem Fall, ist per Crossfire hier an den ELRS-Empfänger angeschlossen. Und dann habe ich hier zwei Akkupacks, 3S, also insgesamt 6S in Reihe geschaltet. Man sieht das hier, oder kann man zumindest mal erahnen. Dann haben wir also, die sind jetzt einigermaßen geladen, also so, dass wir ungefähr 24 Volt haben, weil dieser Motor, das Typenschild kann man jetzt leider nicht sehen, aber ich kann das mal so auf die Seite kippen. Das ist jetzt ein 24 Volt von diesen, ja, wie soll ich sagen, von diesen China-Typen MY6812. Da gibt es durchaus unterschiedliche Datenblätter zu diesen Motoren, aber wir werden gleich sehen, was dabei rauskommt, wenn wir das hier bei uns verwenden. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier tatsächlich nicht wirklich einen Kurzschluss mache.
weil das gibt dann ein kleines Feuerwerk. Gut, jetzt, ihr seht, die beiden Motoren sind hier nicht miteinander verbunden. Also der Testmotor dreht jetzt hier im Leerlauf. Die Last nehmen wir erst später dazu. Ich schalte jetzt erstmal hier meine Radiomaster ein. Im Moment ist noch nicht so wichtig, was die anzeigt. Deswegen kann ich die so ein bisschen auf der Seite hier liegen lassen. Und jetzt diese Kabel hier, die hier angeklemmt sind, die sind nur für das BEC, was hier am Empfänger angeschlossen ist. Das liegt jetzt außerhalb des Bildes, macht nichts. Ist wie gesagt ein Testaufbau, aber wie das BEC verkabelt ist, das ist ja auch ziemlich wurscht. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier nichts in die Luft fliegt und schließen das mal an. Das war schon mal ganz gut. Die Akkus lege ich jetzt mal so ein bisschen beiseite. Dann können wir die Fernsteuerung nämlich jetzt hier auch reinschieben. Und ich nehme wieder diesen Untersetzer zu den da drunter. So, okay. Wir sehen am Empfänger, dass das Ganze gebunden ist. Wir empfangen auch Telemetrie, das sehen wir da. Und genau, wir gucken uns mal an, was dieser Steller hier so bietet mit seinem Express LRS-Menü. Wir gehen wie üblich hier unter Other Devices. Das hat ja nichts mit dem Sendemodul zu tun. Ist also nachgelagertes Gerät nach dem Empfänger. Und da ist er noch nicht. Da müssen wir einmal hier einen Refresh auslösen. Da ist er jetzt da in der Liste, also der zweite in der Liste hier. Das erste ist mein Empfänger, der ER6. Und darunter haben wir dann den 50 Ampere Steller. Okay, dann gehen wir mal in das Menü von dem Steller hinein. Okay, warum dieses ganze Menü mit den ganzen Angaben? Das sind wir schon mal durchgegangen oder habe ich schon mal versucht zu erklären in der letzten Folge für die kleinere Variante von dem Steller. Softwaretechnisch sind sie im Grunde genommen identisch. Es hat sich noch ein klein bisschen was ergeben hier, aber das ist relativ wenig, was dazu gekommen ist. Dieser Steller, das Besondere an dem ist, wenn man die anderen Videos geschaut hat, dann weiß man das, dass dieser Steller die Drehzahl von dem Motor hier messen kann, ohne dass wir da einen Sensor für brauchen. Also ihr seht, es ist kein Sensor hier angeschlossen. Und dazu, ja, für dieses Messverfahren braucht ihr so ein paar Parameter über den Motor. Diese sind nicht zwingend erforderlich, so will ich das mal sagen, aber wenn die Parameter zu weit daneben liegen, also mehr als ein Faktor 10 daneben liegen, dann kann die Drehzahlmessung auch mal daneben gehen. Und deswegen gibt es einen Schritt, wenn man also praktisch den Steller mit einem Motor verheiratet, das muss man nur ein einziges Mal machen, dann kann man oder sollte man eine Kalibrierungsphase ausführen. Die andere Alternative wäre, die Parameter aus einem, wenn vorhanden, Datenblatt zu entnehmen und sie dann hier einzutragen. Das habe ich gar nicht gemacht, weil das ist ein bisschen schwierig. Oftmals stimmen die Datenblätter nicht so ganz. Und dann ist es auch immer die Frage, zum Beispiel, wie lang sind diese Zuleitungen? Die spielen dann nämlich auch noch eine Rolle. Und da das jetzt hier alles gemessen wird von dem Steller selbst, sind also diese Effekte oder auch wie sind hier die Steckverbindungen, dann wird das alles praktisch mitgemessen. Ja, dann wollen wir das einmal ausführen. Und da wir hier so einen richtigen Brummer haben, nicht erschrecken. Bei dieser Messung werden zwei Sachen gemessen. Einmal der Innenwiderstand und die Induktivität des Motors und auch die Drehzahlkonstante in beide Richtungen, also vorwärts und rückwärts. Und ja, gerade bei der Innenwiderstandsmessung, da wird der Motor also mit hohen Strömen hier beaufschlagt. Und das kann
zu starken Vibrationen führen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch ein entsprechend saftiges Netzteil hat. Und die meisten Netzteile sind in ihrer Impulsbelastung doch relativ schwach. Deswegen ist es immer gut, man macht das tatsächlich nicht mit einem Labornetzteil, sondern mit einem Akku. Der Innenwiderstand von einem Akku ist also wesentlich geringer. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Hier gibt es in dem Menü gibt es einen Punkt, der heißt Calibrate. Den habe ich jetzt hier auch schon mal ausgewählt. Ich stelle jetzt die RegioMaster wieder daneben. So, und dann wähle ich hier den Kalibrierungspunkt. Da das jetzt durchaus eine Belastung ist für die Struktur, also wenn das im Modell eingebaut ist, sollte man also sicher sein, dass zum Beispiel der Motor also auch frei drehen kann. Das sollte man nochmal kontrollieren. Und erst wenn man das kontrolliert hat, drückt man hier bitte OK. Ja, jetzt kommt das war die Innenwiderstandsmessung und Induktivitätsmessung. Jetzt kommt die Drehzahlkonstante in die eine Richtung. Sieht das hier auch am Menü. Das war jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt kommt Clockwards, also im Uhrzeigersinn. Genau, jetzt hat er wieder gepiepst, er ist wieder auf Anfangszustand zurückgegangen. Das war's schon. Wir können uns jetzt mal angucken, was er denn da so gemessen hat. Ich bin jetzt einmal hier aus dem Menü rausgegangen. Gehe jetzt hier wieder rein. Ich halte das da mal ein bisschen mehr in die Kamera. Wichtig ist jetzt zum Beispiel diese Zeile hier. Wir haben da einen Innenwiderstand in der einen Richtung von 449 Milliohm, also 0,449 Ohm, und in der anderen Richtung von 0,47 Ohm. Dann haben wir eine Induktivität von 53 Millihenry und eine Drehzahlkonstante in der einen Richtung von 186 Umdrehungen pro Volt und in der anderen Richtung von 171 Umdrehungen pro Volt. Das sieht alles relativ plausibel aus. Es gibt hier noch eine Vielzahl von anderen Einstellungen unter Advanced zum Beispiel oder im PID-Controller. Also natürlich ist es erstmal wichtig, dass man weiß, auf welchem Kanal denn der Steller hört. In dem Fall ist es Kanal 1, ist ja über den Crossfire-Bus angeschlossen, nicht über Servo-PWM. Deswegen ist das natürlich wichtig. Dann ist es wichtig zu wissen, ob der jetzt so einen Anfangscheck durchführt, also praktisch sich nur scharf schaltet, wenn der Gaskanal unter einer bestimmten Schwelle ist, nämlich dieser hier. Dann die Lautstärke der Töne, die Kalibrierung, Temperatur ist im Moment deaktiviert, weil, das hatte ich in dem anderen Video schon mal gesagt, die Temperaturmessung nicht so wirklich funktioniert. Dann, welcher Strom wird in der Telemetrie angezeigt? Der mittlere Strom, der aus dem Akku entnommen wird, also den der Akku sieht, oder der Strom, der als Spitzenwert in den Motor hineinfließt, was durchaus was Unterschiedliches ist. Da steht jetzt hier Motor Peak, sehen wir gleich nochmal. Die PWM-Frequenz, die zur Kalibrierung benutzt wird, 100 Hertz, dazu sollte ich vielleicht noch was sagen. Da gibt es hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, also 100, 200 und 400 Hertz. Je größer, also nein, ich muss andersrum anfangen. Bei dieser Widerstandsmessung, wenn man die ausführt, ihr habt das ja eben einmal gesehen, sollte man die Motorachse beobachten und die Motorachse darf sich nicht substanziell bewegen. Also man soll keine Bewegung in die eine oder in die andere Richtung sehen. Wenn man das beobachten kann, dann ist die PWM-Frequenz zur Messung des Innenwiderstands zu niedrig gewählt. Dann geht man eine Stufe höher und macht das Ganze nochmal. Genau. Ja, dann sind noch so ein paar andere Einstellungen. Die sind aber jetzt erstmal so für den Anfang nicht wichtig. Gehen wir wieder zurück. Achso, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Genau, wir können also dieses Menü hier verlassen
und gehen mal in die Telemetrie. Muss ich noch mal einmal fokussieren. Genau, wir starten mal die Sensorsuche. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. So, da sehen wir also eine ganze Menge Sensoren. Also Stoppsensorsuche noch mal eben drücken. Genau. Dann haben wir hier die ganzen Telemetriewerte, die vom Empfänger kommen. Und irgendwann fängt es dann an. Genau, hier fängt es dann an mit den Telemetriewerten, die vom Steller kommen. Für uns jetzt wichtig wäre die Drehzahl, die ist natürlich jetzt 0. Die Akkuspannung 23,6 Volt, also das ist relativ gut geladen. Strom entnommene Milliampere Stunden aus dem Akku oder Prozent Batterie. Prozent Batterie ist jetzt nicht aktiv und die entnommene Kapazität auch nicht. Für die Prozent, also wie viel Prozent im Akku sind noch vorhanden. Dazu müsste man die Akkukapazität vorher hier eingegeben haben, was ich nicht gemacht habe. Ja, so, dann und die Temperaturangabe, genau, das wäre nämlich die Temperatur vom Motor, die ich ja auch versucht habe zu messen, was mir momentan noch nicht so ganz gelingt. Und ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen werde. Deswegen ist das hier auch 0. Aber es geht um die Drehzahlmessung. Deswegen mache ich mal den Cursor hier auf diese Zeile, damit man die auch immer wieder findet. Und genau, jetzt können wir einfach mal, ich habe es zur Bedienung, habe ich es einfach mal auf S1 hier gelegt. Das ist jetzt ein bisschen angenehmer als das mit den Knüppeln. Jetzt läuft der Motor so ungefähr mit 200 Umdrehungen pro Sekunde und die Leerlaufdrehzahl geht bei diesem Motor bei bis 4000 Umdrehungen. Das ist die Leerlaufdrehzahl bei den 24 Volt oder 23,6 Volt. Er genehmigt sich dabei die 700 Milliampere, wobei das jetzt der Motor Spitzenstrom ist. Aber da die PWM jetzt fast 100% ist, ist das also auch der mittlere Strom, der aus dem Akku entnommen wird. So, dann legen wir ihn noch mal lahm, also bin ich da wieder dran gekommen. So, und warum dreht er sich denn jetzt? Dieses Poti, mein S1 Poti da oben bei der Radio Master, das ist ein bisschen kaputt, zu oft dran rumgedreht. Dann schiebe ich jetzt mal hier den anderen Motor auf seiner Traverse nach vorne, dass er hier einrastet, wenn mir das denn irgendwie gelingt und ich ihn nicht zu sehr verkante. Das hat sich wieder ein bisschen festgedreht hier. So, und dann wollen wir ihn mal festziehen. Na. Was ist denn jetzt hier mit meinem schönen? Jetzt lässt er sich nicht mehr arretieren. Sehr interessant. Na. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder der Vorführeffekt hier. Jetzt lässt sich mein schönes Werkzeug nicht mehr benutzen. Muss ich das mal zu Fuß machen? Es kommt ja kein besonderer Druck da drauf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Last. Dann sehen wir zumindest schon mal, wie die Ströme hier ansteigen. Also der Motorspitzenstrom ist jetzt 2,3 Ampere, aber wohlgemerkt ist das der Spitzenstrom. Und jetzt geht es bis 3350 Umdrehungen. Das ist also die Nenndrehzahl des Motors tatsächlich bei seinem Nennstrom von 6,6 Ampere. Das passt also jetzt gut mit dem Datenblatt zusammen. Ja, das ist traumhaft hier mit diesem Motorteststand. Da kann man damit rumspielen. Ein bisschen aufpassen muss ich jetzt hier mit den Widerständen. Die werden also durchaus warm, denn die mechanische Leistung, die hier generiert wird, also die 150 Watt, die werden natürlich hier in den Widerständen verbraten und nach kurzer Zeit sind die durchaus warm. Stellen wir den mal wieder ruhig hier.
Ja, dieses Poti, das verselbstständigt sich da oben manchmal so ein klein bisschen. Es gelingt mir auch nicht mit diesem Poti. Doch, jetzt ist es mir gelungen, eine einigermaßen niedrige Drehzahl einzustellen. Gleich bleibt das stehen. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen verstellt hier. Wenn gar kein Motorstrom fließt, kann natürlich auch nichts messen. Also so 2 Umdrehungen pro Sekunde sind das jetzt. Genau. Ja, den mittleren oder den Spitzenstrom am Akku, der interessiert, Entschuldigung, den Spitzenstrom am Motor, der interessiert einen ja eigentlich wenig. Es interessiert einen eigentlich hauptsächlich der mittlere Strom, der dem Akku entnommen wird. Da muss ich nochmal einmal einen Refresh machen. Das kann man dann auch hier umstellen. Das hätte ich auch eben machen können, habe ich jetzt offensichtlich vergessen. Mittlere Strom aus der Batterie. Und dann sieht das ein klein bisschen anders aus. So, ich gehe da mal, ich lasse es mal hier oben drauf liegen. Da haben wir den mittleren Strom. Hupsala. Da ist er. Geht natürlich jetzt bis zum selben Endwert, aber bei Teillast ist das natürlich was anderes als der Spitzenstrom im Motor, in der Motorwicklung, sozusagen. Genau. Also funktioniert und ich bin richtig stolz hier auf meinen Motortest-Stand. Vielen Dank nochmal, lieber Stefan, für die wunderschönen Montageplatten. Die machen das Leben viel, viel einfacher. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, nochmal kurz die MOSFETs natürlich. Also, was habe ich jetzt gemacht? Offensichtlich habe ich da tatsächlich doch irgendwo einen kleinen Kurzschluss produziert. Hat er mir jetzt aber nicht übel genommen. Geht er noch? Ja, die MOSFETs, also es sind immer 2 MOSFETs pro Seite hier parallel geschaltet. Und das sind also schon relativ moderne Teile. Da passiert mit einer Erwärmung nichts, weil deren Innenwiderstand liegt also deutlich unter einem Milliohm im eingeschalteten Zustand. Da machen die 50 Ampere dann auch nicht besonders viel aus. Ja, okay, jetzt aber tatsächlich zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.